Ach, meine Lieben, ja, ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben die heutige Tagesbotschaft mit Opening to Love. Also ich finde die Karte sehr süß und das Herz hat so gebrannt, dass hier irgendwann mal ein Loch reingekommen ist. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Auf jeden Fall war es auf einmal da. Und die Intention ist heute, my heart is open. Also mein Herz ist offen für Liebe. Ja, das sieht, ne, wie gesagt, sehr süß aus mit diesem Herz und diesen ganzen Rosen, die hier auf dem Schiff unterwegs sind zu euch. Und das kann jetzt natürlich mit einer Liebesbeziehung zu tun haben. Aber es geht auch oft um Selbstliebe. Ja, also wenn man das Herz nicht öffnen kann, dann hat es oft damit zu tun, dass wir Blockaden haben und ja, uns selber vielleicht auch gar nicht so lieb haben. Und hier kommt der Hinweis darauf, dass es vielleicht mal ganz wichtig ist, in die Natur zu gehen und sich zu erden. Ja, also wir sehen hier die Holde Maid sitzen unterm Baum, mit einem Buch ist das, glaube ich. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Und ja, es geht darum, tief zu gehen, ja, und die Wurzel zu erkunden, wo das herkommt. Ja, vielleicht auch, wenn man sich nicht so wirklich geliebt fühlt. Das wird in irgendeiner Form ja Ursprünge haben, ob das jetzt in der Kindheit, also meistens liegt es in der Kindheit, aber ne, vielleicht auch an Ex-Partnern, die man irgendwie ins Leben reingezogen hat oder an Situationen oder anderen Personen, die in irgendeiner Form damit zu tun haben. Und manchmal ist es, ne, manchmal haben wir einfach ein Muster in uns ruhen. Und da ist es wichtig, tief zu gehen, ja, und sich zu fragen, brauche ich das noch? Oder kann ich das jetzt hinter mir lassen und praktisch so eine Art Neuanfang starten und mich einfach für die Liebe öffnen, die das Universum für mich bereithält? Das gebe ich euch heute als kleine Hausaufgabe mit. Ja, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, mucho amor aus Kolumbien und bis ganz bald. Bye bye.